So, auf geht's, Qualifikation. So. Willkommen zum Qualifying des Großen Preises von Frankreich an diesem Wochenende. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün wechselt und die Fahrer um die Pole Position kämpfen können. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Genau so ist es. So. Ja, probieren wir es wie in Kanada. Gelb. All set. Everyone clear. Car to track. So, Frage, ob wir es hinkriegen. Schnelle Runde. Off. Hinkriegen und eine gute Zeit hinkriegen mit Gelb. Jetzt müssen wir nochmal mit Rot nachfeuern. ...53,3, das ist eine gute Zwischenzeit. Thank you.
Gasly, okay. Aber da kommt noch eine Zeit nach 31,5 auf. Okay. So, guck mal, kann ich da was da hin? So, der 2 sogar Bestzeit. Ja, das reicht aber nicht. Brechen wir ab. Muss vielleicht aufpassen, weil die Linie kam sehr früh. So. So, gucken wir mal, was die. Aber wir mal auf Soften fahren müssen. Es wird mal Einsatz Soften mehr im Rennen. Das sollte aber von den Zeiten her reichen. Nein, ich glaube, das ist eine Sekunde. Naja, das sollte reichen. Ich glaube nicht, dass so mega die Zeiten gefallen. Our best lap so far is a 1 minute 31.5. So, die letzten gehen jetzt in die Box. So.
Na, also geht doch. Also 2, sehr gut. We're top of the speed trap. 348.3 kilometers per hour. Drei Minütchen noch, dann fahren wir auch raus. Für den Fall, dass wir nochmal fahren müssen. Aber wir können nicht durch drin bleiben. You're sat slightly higher than expectations. Great job. So, alle Autos drin. Dauert jetzt im Moment noch, 6,5 haben wir noch, dann sind wir durch. So, der erste geht raus. Minuten 40, also ich glaube, es sollte reichen. Entweder schaffen es oder verkacken es.
Letzten 3 Minuten. So, den Kollege draußen? Ja. Our best lap so far is a 131.5. Wir werden uns nicht nochmal rausfahren. Schauen wir mal, ob wir es holen können. So, da geht's jetzt auf die schnelle Runde mal hin. Also ist doch knapp langsamer. We're top of the speed trap, 300. Mit dem Ende des Qualifyings werden wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Gasly und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Sehr gut. Gut. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich darf immer noch eine Wahl noch schnell sehen.
So. Gut. Dann haben wir das auch durch. Dann sehen wir uns morgen zum Rennen wieder.